Und das in meiner weiteren C-Fan-Mission coveredet Formally. Wie der Name schon sagt, wir müssen Formeln, also begehrte Formeln sammeln. Und das ist schon eine wieder recht relativ brandneue Fan-Mission mit einem Autors erste Mission. Also seine erste Fan-Mission. Da bin ich immer wieder sehr gespannt, gerade in der, sag ich mal, heutigen Zeit. Die Fehler aus der Vergangenheit, die man ja gelernt hat, was man daraus machen könnte. Also wie gesagt, Toll Kamrick, denen gehören die Formeln, die müssen wir uns schnappen. Wir sollen noch 800, 300 Loot sammeln. Wie komme ich jetzt auf 800? Go back to the Fishmonger's job when you're done. Schon wieder Fishmonger. So, 400 auf Hard. Und don't kill civilians, also keine Zivilisten. Und 500 auf Experte und niemanden umbringen. Das sind ziemlich einfache Ziele. Wir haben keinen Stopp am Anfang. So, wir gehen mit einem Schwert. 12 Breitkopfpfeile. 5 Wasserpfeile. Ein Moospfeil. 2 Seilpfeile. Und natürlich nur die Dietriche. Ja, genau. Wir haben sogar eine Karte. Die sieht gar nicht so schlecht aus. Wo starten wir denn hier? Hier steht nur Batten Alley Tavern. Too many Hammers. Und das war's. Das ist eine kleine Karte. Sind wir hier feindlich? Das ist der Fischmonger. Habt keine Furcht, ich finde euch. Was macht der denn da oben? Aua. Okay, wir sind auf den Straßen nicht sicher. Alles ziemlich enge hier. Und einen Dreckhaufen. Kein Geräusch weit und breit. Oh, du hast Geld bei dir. Oh oh. Okay, der steht erstmal nur hier rum. Da oben könnte man reingehen. Glaube ich. Also sieht aus wie ein offenes Fenster. Oh Gott, ich habe ein bisschen Schiss. Der läuft jetzt hier die Straße entlang. Wahrscheinlich meint er die Straße mit zu vielen Hammeriten. Also ich glaube, wir sind jetzt... Ich weiß gar nicht, hier müssten wir sein. Hier ist die Treppe. Ist alles ein bisschen enge hier. Hier haben wir gestartet. Hier ist unser Startpunkt. Und hier steht halt, dass hier zu viele Hammeriten sind. Wir versuchen es gerade von der hinteren Seite. Um da die Dinger zu holen. So, okay, ich mache hier mal ein Save und nochmal ein extra Save. Und wir machen einen ersten Einstieg via Sci-Fi. Irgendwie ist der Sound teilweise nicht da. Ist ein bisschen komisch. Wo müssen wir unseren ersten Sci-Fi hier schon abgeben? Das mag ich aber gar nicht. Oder? Okay, jetzt sind wir oben. Ist das die Taverne? Okay. Okay, die schreit nicht auf, die sagt nichts. Also anscheinend ist es alles okay. Gut. Und Büchlein. It's driving me crazy. That wing tumbles down the drain right in front of the factory. Can just put out a lost poster types around here. We'll look for it for themselves. Okay, also jemand hat seinen Ring verloren. Und zwar ist das die anscheinend in die Kanalisation jetzt geballert. Vor der Fabrik, was ist das hier? Lichtschalter, okay. Ist aber auch schön, er hat auch an Licht gedacht und so. Ist hier irgendwas? Nee. Ein Käse! Oh mein Gott. Okay, das ist schon mal 10 von 10.
wenn der Käse mit dabei ist. Aber das hier sieht der... Also für den Flur sieht das hier mit den Wänden nicht so cool aus. Aber ist okay. Oh ja, der Teppich ist nicht gerade, das ist gut. Oh shit. Kein Krach machen. So, ich glaube, da hinten ist nichts. Oh Gott. Ist ein bisschen komisch gebaut, das Ganze hier. Also so habe ich es noch nie gesehen. Das sieht aus wie wieder Außenseite. Oder wie ein Keller jetzt. Oh, hi. Ist das die Treppe? Ach, das ist der Hammeriten-Man. Scheiße. Wer da? Gebt euch zu erkennen. Oh, hi. Das. Bau! Hallo? Oh Gott. Ist da jemand? So, ich muss jetzt erstmal sehen. Das ist die Treppe. Da geht der Typ auch gleich wieder hin. Oh, da ist ein kaputtes Loch. Oder? Ja. Man hört teilweise die Schritte nicht. Das ist echt suboptimal. Hat er mich jetzt gesehen? Nee. So, jetzt gucken wir uns mal hier hinten um. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich die Dietriche holen. Ja. So, der bleibt jetzt erstmal draußen eh stehen. Also ich komm da. Ich höre ihn nicht. Okay, wir sind jetzt irgendwo drinne. Lass sein. Oh, hier ist auch eine Wache. Sehr gut bewacht hier drinne. Das ist aber eine schöne Patrouille, die macht hier. Hier mit das ist eine richtig schöne klassische Steve Gold Mission. Hi! Wie komme ich an den Sack vorbei? Also. Ich weiß doch gar nicht, was das für eine Formel ist. Ich habe mich gar nicht belesen. Oh, hier ist was. Oh, das war laut. Kann ich nichts umstellen. Okay, aber hier kann ich raus. Ich höre was. Hä? Oh nein, die hören das Knacken, oder was? So, das ist ja, das müsste die Factory sein. Hier ist ein Alarmsystem. Ich kann hier leider nichts lesen, weiß ich nicht, was jetzt hier Phase ist. Lärmpfeil. Vielleicht ist der Lärm. Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt? 300. Wir brauchen ja 500. So, ist hier schon die Formel drin? Warte mal, ich mache hier mal ein extra Save. Meine Hammerit mache ich mich noch nicht. Oh. Okay, das ist die Formel gewesen. Was ist los?
könnte versuchen, jetzt den Lärmpfeil zu benutzen. Dass man ja keinen Fluchtweg hat. Das ist ein bisschen shit. Warte mal, da ist ein, Okay. Das hat ihn anscheinend erledigt. Der ist tot. Aber richtig tot. Wo kommen wir denn hier raus? Wie gesagt, wir müssen ja zum... Oh, wir sind bei einer Mariten gelandet. Okay, ich werde hier... Ach, und hier könnte der Ring irgendwo sein. Er sagte ja, das ist unter der Fabrik reingefallen. Das heißt, hier könnte irgendwo der Ring liegen. Frage ist nur, wo? Man müsste sozusagen den Schacht sehen, wo er reingefallen ist. Weil hier würde es ja keinen Sinn machen, wenn er einfach so dazwischen liegen würde. Da, da ist ein Loch. Das könnte es sein. Hier, da ist er. Den Ring haben wir gefunden. Ah, es läuft auch noch den Hammerit rum. So, wo geht's hier hin? Hier ist Holz. Also, dass ich sozusagen wieder zurückkomme. Was? Komm mal. Ist das kein Holz hier? Das ist kein Holz. Wenn ich jetzt hier reinjumpe, komme ich nicht mehr raus. Doch, komme ich, okay. Ah, hier müsste ich schwimmen. Oh, Wasserfall. Oh, ein Brunnen. Ist das ein Einstieg, den ich hätte gehen können? Hier ist noch ein Tunnel. Oh, da geht's weiter. Warte mal, da gucke ich mich erst. Ich würde natürlich auch gerne bei den Hammeriten mal reinschnarchen. Also, ich mag solche kleinen Missionen. Also, so von der Baugröße. Oh, Diebe! Ist ja alles dabei. So, du bist nur... Oh, shit. Was steht denn da? The stupid Tamarites won't dare disturb or check behind their precious banner or even think about patrolling the storm drain area. And the Shidur doesn't tell them to... on the side of the factory above your our heads. Achso, die haben mir quasi ihr ihr Versteck. Ja, ganz so. Das ist ja völlig. Von hier oder von da. Oh fuck! Hoffentlich hat das ihn jetzt nicht. Es hat ihn. Den Loot haben wir komplett. Ja, das würde mir sagen. Hallo. Kann schon sein, aber man weiß es ja nicht. Ich meine, so. Was ist mit dir los? Ist irgendwie doof? Ah, ich lade nochmal. Okay. Also hier haben wir noch ein Versteck. Wo sogar noch was zu holen ist. Okay. Die Sache stinkt. Egal, ich hau ab. Ich würde mich jetzt eh hören, wenn ich ins Wasser reinjumpe. So, jetzt gehen wir zu den Hammeriten, die gleich in der Nähe sind. Das ist ja cool. So, wir sind jetzt eigentlich fertig. Wir haben jetzt alles. Aber ich will natürlich noch mehr sehen. Und jetzt zu den Hammeriten-Mans. Ist doch etwas... Also... Ist klar, nach oben, nach unten ist noch Luft. Oh shit. Hallo? Zeigt euch. Wo seid ihr, Schurke? Oh nö. Ah. Alles ist ruhig.
Okay, wo kommt der her? Das sind überall Nischen. Hier könnte ich auch lang gehen. Was haben wir denn hier? Long Sheet of the Week Beginning. Pending on info to enter the sewer facility, send message to all quarter. Was ist das? Wer da? Hallo? Was hast du denn hier Schönes? Oh, ein Fahrstuhlman. Oh, Scheiße! Oh, warte mal, man kann ihn mit dem Fahrstuhl hier umbringen. Okay, hier mache ich mal ein Hard Safe wieder. Gucken wir mal, wo das hier hinführt. Achso, das öffnet und schließt das. Okay. Okay, jetzt sind wir bei den Hammeriten drin, ne? Okay, alles geht immer mit den silbernen Dietrich. Bevor ich auf den anderen umgehe. Aber teilweise funktioniert das mit dem Sound nicht. So, hier müsste der Bogenmann sein. Da oben ist er. Ach, hier sind wir. Hier sind wir. Oh mein Gott, oh Gott, die Alarmanlage. Betten, Prescience, Utilities. Das ist alles vom Marmeriten. Tretet hervor und lasst euch erkennen. Da ist doch wer. Okay, wie gesagt, wir sind jetzt hier drinne. Also, quasi... Ne, warte mal. Das war die Taverne. Genau, wir sind ja jetzt hier drinne. Innerhalb dieser Nische. Und da gibt es noch eine Link, kann man noch links rein. Ah ne, halt, stopp, wir sind hier. Hier hinten sind wir. Hier sind wir, an dem Punkt. Alles andere haben wir. Die Nische haben wir schon. Hier sind wir ja schon drin gewesen. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch den Hammeritenkomplex. Und dann müssen wir natürlich wieder raus. Brother Ostro, the payment from Toll Camrick and Sons security contract runs quite thin. Also die haben das, na natürlich, die Ameriten haben natürlich das Sicherheitssystem aufgebaut. Für das Ganze. Aber man muss sagen, für eine erste Fan-Mission ist das schon cool. So. Oh, hier ist man auch zu stehen. Ist es Banner? War dort etwas? Nee. Ah, die bringen mit, dass man das Banner stiehlt. Wer geht dort? Da? Ist hier jemand? Oh Gott. Nach oben ist immer eine gute Idee. Aber bis jetzt habe ich keinen Schlüssel gestohlen oder so. So, hier haben wir noch eine Tür, die verschlossen ist. Aus hehren Bäumen, oh, da ist der Bogenschütze. Jagt den Schwindler aus den Träumen. Du hast... Okay, du hast den Amoritenschlüssel. Das... Oh, shit! Und das Wort schwebte ihm voraus auf einer sanften Brise, die unser Heil versprach. Hier ist nun ein Mann mit dem Geist eines Generals... Das könnte das Fenster zur Taverne sein. ...doch auch mit den Händen eines Erbauers. Er wird uns von der Erde emporheben. Okay, ich speichere mal. Ja, das ist...
Was ist das? Oh oh. Ich wollte einen gezielten, wie sagt man? Okay, ich bleibe jetzt einfach hier so sitzen. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Jetzt haben wir hier noch so eine kleine Erhöhung. Da oben könnte was sein. Hallo? Und das Wort schwebte ihm voraus auf einer sanften Brise, die unser Heil versprach. Hier ist nun ein Mann mit dem Geist eines ist Generals. Gar kein Sound. Warte mal, da oben ist das versteckt. Seht ihr das? Da. Okay, hier kann man hoch. Brauche ich ein Seilpfeil? Okay, drüber. Scheiße. An sich ist das keine schlechte Idee. Warte mal. Okay, da sieht mich. Scheiße. Ah Mann, ich kann mich hier nicht verstecken. Aber ich kann es überleben, das ist das Gute. Na, dann warte ich hier, bis der wieder weg ist. Dann ist die andere Wache auch weg in der Zeit. Ich hole mir dann noch den Kerzenständer und dann ist Schluss. Wachsamkeit ist unser Schild, der uns vor unseren elenden vergangenen Zeiten schützt. Wissen ist unsere Waffe, mit der wir uns den Weg in eine erleuchtete Zukunft bahnen werden. Sieht er mich jetzt ernsthaft? Oder auch nicht? Scheiße. Ich weiß, dass ihr euch hier herumtreibt. Oh oh, bitte nicht, 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 bitte nicht. Oh Gott. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Dass man in so einem kleinen Level noch so viel verstecken kann, ist sowieso so geil. Ich mag sowas. Ach, und das ist der Eingang, der andere, den wir gesehen haben. Das heißt, hier wäre auch eine Möglichkeit, reinzukommen in diesen Kanalbereich. Das war laut. Gut, dann schließen wir mal ab, das ist ein Glöckchen übrigens, und schauen wir mal, was die Statistik sagt. Statistik. Wir hatten noch ein bisschen Loot gefehlt. Wir haben, was, ein Taschendiebstahl wäre noch möglich gewesen? Wer? Aber das, warte mal, das kann kein Lootbeutel sein. Weil, wenn das ein Lootbeutel gewesen wäre, dann hätte ich noch 100 Loot, ungefähr. Warte mal. Ja, nochmal. Ich wollte nochmal der Wache hinterher. Warte mal, schaffe ich das noch? Ich will mal schnell der Wache hinterher. Ich sehe nichts mehr. Hey, du hast nichts ist bei dir. Ist dort jemand? Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Naja, egal. Schließen wir das ab. Das muss man mal in einer anderen Session machen. Quasi, wenn man ein 100% was macht. Das war ja nur ein Einstieg und zu gucken, wie die Mission so ist. Und ja, wie fand ich denn die Mission? Auf jeden Fall, sie hatte keine, ich muss sagen, keine Schwäche. Sie hatte alles, was man eigentlich brauchte. Wir hatten ein klares Ziel. Wir hatten die Dietriche gut nutzen können. Es gab sogar einen Schlüssel, da war ich sogar erstaunt am Ende, dass es doch noch einen Schlüssel gab. Ausreichend Loot, also mehr Loot, als wir überhaupt benötigen. Das finde ich sowieso mal ganz gut. Also es kam viel zum Einsatz. Seilpfeile wurden genutzt. Viele verschiedene Gegnerpaarungen. Und viele Ecken und viele Eingänge. Also eigentlich alles, was man für eine Fernmission braucht. Also allgemein für so einen Raub. Es ist für alle, für jeden ist was dabei. Also du kannst es auf normal mit Mördern schaffen. Du kannst es auf hart mit Mördern schaffen. Du kannst auch alles K.O. legen. Was natürlich da die Mission sehr einfach macht.
wenn man guckt, wie lange ich gebraucht habe, Gesamtspielzeit war jetzt 14 Minuten. Das Video ist unter 20 Minuten vermutlich, vielleicht sogar gerade 20 Minuten. Also ich habe ziemlich lange gebraucht. Das ist vielleicht das Einzige, was man kritisieren könnte, aber es ist ja so eine Fanmission, die so in sich, also dass es mit Absicht so klein gebaut ist, dass man wirklich in, ich sag mal, Zealot Hollow, das war auch so eine Fanmission, die war nicht groß an sich, aber es wurde so viel eingebaut und dadurch zieht sich die Mission so mega, dass man so viel machen kann und so viel sehen kann und so. Aber so viel zu sehen gab es ja hier eigentlich nicht so sehr. Also es gab die Hamriten, es gab den einen Dieb, dann gab es hier, wie gesagt, die Factory und den kleinen Hinweis auf den Ring. Und ich würde sagen, das war auch sehr atmosphärisch, weil halt sehr viele Details eingestreut wurden. Das, was ein bisschen gestört hat und was ein bisschen kaputt war, war, dass das Sound teilweise nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob es an meiner Version lag oder so. Aber das war ein bisschen doof. Aber ansonsten war das auch sehr atmosphärisch. Aber Story gab es jetzt keine so krasse. Also es gab zwar eine Geschichte darüber wegen dieser Formel. Und ein bisschen bei den Hamariten war es. Aber jetzt nicht so besonders. Deswegen kann ich da jetzt keine volle Punktzahl geben. Ich war auch sehr erstaunt, weil die Fanmission wurde auf Experte ausgerichtet. Das wurde so in die Beschreibung gesetzt. Und beim Runterladen habe ich gemerkt, dass die Leute das sehr hoch bewertet haben. Also ich kann verstehen, warum. Die Mission war wirklich, also sie ist wirklich sehr gut. Und da, man muss immer dran denken, das ist ein Erstlingswerk, ne? Das ist die erste Fanmission, die man so erstellt. Weil das erste Produkt ist zwar gut, aber man merkt dann immer, wenn man dann mehrere Missionen gestaltet, werden die immer besser, weil man dann anfängt, so die Fehler, die man vorher gemacht hat, noch zu verbessern. Und ich muss sagen, wenn ich diese Fanmission verbessern würde, dann würde ich, wie gesagt, an den Soundbrushes nochmal arbeiten. Und ich würde vielleicht bei den Hamariten noch was Essentielles einbauen. Das sind vielleicht die einzigen Sachen. Aber vielleicht habe ich es auch nicht gefunden. Ich weiß es nicht. Vielleicht gab es da ja noch irgendwas. Aber ich hätte, wie gesagt, ich hätte gerne zwei Ziele gehabt. Als so dieses also ein Hauptziel ist klar, aber dann noch so ein zweites Ziel auf Experte. Das wäre vielleicht noch das Sahnehäubchen gewesen, wenn man bei den Hamariten noch irgendwas gewesen wäre. Wie zum Beispiel das goldene Buch. Das hätte man zum Beispiel nochmal. Du brauchst einen Schlüssel, um das goldene Buch da, dieses Prayer Book vielleicht zu holen oder sowas. Keine Ahnung, ich spinne mir gerade wieder ein bisschen zusammen. Egal, auf jeden Fall, das war die Fan-Mission. War ein kurzes Intermezzo. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Sea-Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.